noch viel zu sagen. Ich will vielleicht eine Sache herausholen nochmal. Ich habe ja auch lange Zeit hier gearbeitet und war vorher schon ehrenamtlich hier. Und was die Brandschutzmaßnahmen anbelangt, da kann ich ja eine Sache erinnern, dass hier ein riesengroßes Feuerwehraktion war. Aus ganz Nordrhein-Westfalen kamen mir die Feuerwehren und da gab es noch ein kleines Döneke noch zu erzählen. An dem Morgen, als die Feuerwehr hier den Einsatz hatte, durfte keiner im Haus sein, damit die ganzen Leichen hier verstreut wurden, die Statisten und so weiter. Und da war ein Seminar im Haus, aber die mussten dann wandern an dem Tag. Und einen hatten sie vergessen, weil der am letzten Abend nämlich gesoffen hatte. Und der rief dann plötzlich aus dem Fenster, was ist hier für ein Krach und so weiter. Ne? Naja, jedenfalls hat die Feuerwehr damals hier keine Beanstandungen gehabt. Das war alles in Ordnung und so. Und deswegen wundere ich mich sehr über diese Sache. Im Übrigen ist natürlich klar, wenn das Kapital immer größere Macht erlangt, dann müssen die Gewerkschaftsschulen erhalten bleiben. Wir brauchen ja Bewusstsein. Wir müssen nicht einmal im Jahr 3% Lohnerhöhung haben, sondern wir müssen auch was in die Köpfe reinkriegen. Und dafür sind die Schulen notwendig. So, ich habe ein kleines Lied, habe ich gestern Abend schon hingeschrieben. Wenn da jetzt noch ein paar Fehler reinkommen, dann ist das nicht so schlimm, hoffe ich mal. Das heißt nämlich das HEINRICH-HANSEN-HAUS, das Lied. Im HEINRICH-HANSEN-HAUS gehen über 60 Jahre schon die Menschen ein und aus. Kultur, Gespräche, Bildung, Gesellschaftspolitik. Schärften das Bewusstsein und erweiterten den Blick. Aus manchen Seminaren viel Neues hängen blieb. Gesellschaft und Gewerkschaft und die Arbeit im Betrieb. Und nach den Seminaren wurde es in der Kneipe spät. Bei heißen Diskussionen
Danke, Wolfgang. Ich glaube, da musst du noch eine Zugabe machen zu einem späteren Zeitpunkt. Der Gewerkschaftsrat wird am kommenden Dienstag über das weitere Schicksal des Heinrich-Hansen-Hauses entscheiden. Wir sollten die Kolleginnen und Kollegen des Heinrich-Hansen-Hauses nicht alleine fahren lassen. Wer mitfahren möchte, wir hoffen, es sind viele, meldet sich bitte umgehend in der ver.di-Geschäftsstelle Detmold. Entsprechende Flugzettel wurden hier verteilt oder sind bei mir noch erhältlich. Ich bedanke mich im Namen aller, denen das Heinrich-Hansen-Haus am Herzen liegt, die gegen Entpolitisierung sind, für die Teilnahme hier, und schließe diese Veranstaltung. Wolfgang wird zum letzten Mal heute Abend spielen. Das Wichtigste war aber ist unsere Solidarität, und darüber spricht auch dieses Lied. Die Lieben, die Kraft, die Kurzen, die Sessen, die Winde, die Zeit, 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 die